Ich habe dem Tod schon oft ins Auge gesehen. Ich habe es nicht gewollt. Aber in solchen Momenten spürt man eine Ruhe, eine Klarheit, die man nie erwartet hätte. Es wird einem klar, dass die Gegenwart das Ziel eines jeden Schrittes war, den man gemacht hat. Und im selben Moment sieht man einen zweiten Weg. Das ist der, für den man sich beim ersten Schritt hätte entscheiden können. Wir sind alle zusammen auf diesem Weg. Die Guten, die für die falsche Sache kämpfen. Und die Korrupten, die sich in Rechtschaffenheit hüllen. Jeder ist überzeugt, dass er auf der Seite der Engel steht. Aber jede Reise endet irgendwann und man kann dem Tod nicht ewig entrinnen. Wir hatten all unsere Kraft gegen Atlas eingesetzt, doch sie reichte nicht aus. Und nun mussten wir zahlen. Ich wollte gerade sagen, das wäre dann aber ein ziemlich beschissenes Ende. Ja, gefangen, unbekannter Ort. 2061. Alter, ist das in der Zukunft. Vorsicht. Jedes Detail könnte wichtig sein. Was ist das hier? Oh, weniger als 30 Jahre. Forschungslabor. Wurde von 1. Ja, was riecht da für Blödsinn? Forschung für was? Irgendwas in Richtung Medizin, glaube ich. Aber egal. Jetzt ist es ein Knast. Sind wir hier in Skyrim? Es ist soweit. Wir überleben nur, wenn wir einen klaren Kopf behalten. Auf unsere Chance warten. Alle raus aus dem Lager! Los! Raus aus dem verdammten Laster! Ja, ist ja gut, du lässt einem ja nicht mal die Chance selber zu gehen. Ich gehe ja schon. Wie kommst du hierher? Unsere Luftunterstützung wurde vom Manticore vernichtet. Ich war nicht im Sprengradius, aber unser Trupp war völlig unterlegen. Holt uns hier irgendjemand raus? Die ganze Stadt ist verseucht. Wir haben uns komplett zurückgezogen. Denke nicht, dass jemand kommt. Oh Mann. Okay, los, Jungs. Raus aus dem Käfig. Los, raus jetzt. Sag mal, du links, trägst du Lippenstift? Hierher. Hierher, los. Na los. Bleib doch mal geschmeidig, Mensch. Ich geh ja schon. Na los, hier lang. Naja, in jedem Call of Duty gibt's auch ein Gefangenenlager. Was glotzt du so? Aber ich will glotzen. Augen geradeaus. Nein, ich will da reingucken. Ach du Scheiße. Augen geradeaus. Scheißegal, ich will das. Okay. Schluss mit dem Glotzen. Okay, Leute, hier entlang. Holen wir auf. Freigabe. Zielblock wird verriegelt. Augen geradeaus. Ja, ist ja gut. Wurden die da gerade nackt erschossen? Los, weiter. Augen geradeaus. Schluss mit dem Glotzen. Augen geradeaus. Nein, ich guck nach oben. Augen geradeaus. Ja, sehr gut. Wie? So, das ist Polizeigewalt. C-Block offen. Fesseln hoch. C-Block wird los. Ich lasse runter. Und. Aua. Hui! Damit lassen wir sie nicht durchkommen. Ah, Nadeln, nein, 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 ich hasse Nadeln! Puh! Seriously, es gibt nichts Schlimmeres als Nadeln. Wo bin ich jetzt? Oh Mann, habe ich gestern Abend so viel getrunken? Wo bin ich jetzt gelandet? Oh, ich fühle mich gerade so ans Kreuz genagelt.
Ich wollte den Mann treffen, der mich umbringen sollte. Wir sollten sie nur aufhalten. Aber hätten wir sie umgebracht, hätte uns das auch nichts ausgemacht. Scheitern wird hier bei Atlas nicht akzeptiert. Daher bin ich ungehalten, dass drei meiner besten Leute so total versagt haben. Tja, aber so muss es sein. Die Spreu vom Weizen, die Starken von den Schwachen. Die alten Spartaner wussten, was Krieg bedeutet. Aber das Wissen ging verloren. 2 Jahrtausende lang. Und ihr Sohn Will, was war er? Spreu oder Weizen? Will war das Opfer der fehlgeleiteten Politik der US-Regierung. Will starb für das, woran er glaubte. Das Tragische dabei ist, für das zu sterben, woran man glaubt, macht es nicht wahr. Durch die Niere. Du bist nicht jung, aber du bist stark, Cormac. Ich gebe dir 20 Minuten, bis du verblutest. Bis dahin überleg dir, ob es all das wert war. Ein Drehmomentschlüssel. Was willst du jetzt damit tun? Willst du deine Schraube im Kopf ein bisschen fest... Nein! Und du? Der verlorene Sohn kehrt zurück. Ja, aber lass den Drehmomentschlüssel weg. Ich habe keine Schraube locker, so wie du. Ich habe an dich geglaubt. Hast du das? Ich gab dir eine zweite Chance. Und du hast mich geliebt. Gib's zu, du hast mich geliebt. Nein! Mein Ärmchen! Mein wunderschönes... Das habe ich auch nie behauptet, du Opi. Mein Ärmchen. Er ist zwar nur aus Metall, aber... Er fühlte sich an wie mein eigener Arm. Leer, egal. Hau auf die Leberwurst. Aua. Hol ihn da raus. Kannst du gehen? Stopp, Irons. Ich kann nicht. Schluss jetzt. Wir gehen. Alle zusammen. Ich hab ihn. Okay, mir nach und leise sein. Mein Arm! Alter, das sind eingeschweißte Leute! Reicht, wenn du erscheinst. Aber mal ernsthaft! Wer schweißt hier Leute ein wie in einer Sammlung? Nimm seinen Exo-Anzug und die Waffe. Von wem? Geh doch mal weg. Gib mal her. Dann ziehen wir ihn mal aus. Hier. Mit nur einem Arm lädt es sich schlecht nach. Jeder Schuss muss treffen. Und wenn du Munition brauchst, nimm eine neue. Bereit? Ich kann nicht mal zielen. Sieht nach Oberflächenzugang aus. Ilona, hier entlang. Mit ja, ich will mich... Die Tür öffnen. Beeilung! Beeilung? Ich weiß ja nicht mal wohin. Ach da. Waffen runter! Ich schieße gleich! Mitchell, runter! Da bleiben! Fallen lassen! Was ist los? Tür verriegelt! Zurück!
Verdammt! Vielleicht obenrum! Wir finden einen Weg! Mitchell, na los! Na, ich muss mich jetzt mehr auf meinen Kollegen verlassen. Alter, das ist krank! Das ist krank! Die Lunakenne sichert sie oben alles. Lassen wir sie nicht warten. Boah, was hat der in letzter Zeit mit seinen Ladezeiten hier im Spiel? Wenn du Alarm auslöst. Manticore schlägt zu. Er feuert Raketen ab. Bagdad war erst der Anfang. Washington, New York, Los Angeles. Militärische Ziele im ganzen Land. Abschuss in unter 2 Stunden. San Jose, nein! Nicht San Jose! Ruhig bleiben, schön ruhig. Genau, ruhig. Gehst du vor? Danke. Weil du weißt, ich habe ein Fahrzeug zur Evakuierung. Treffpunkt nördliche Mauer. Ilona, kommen! Verdammt! Was? Jetzt werden wir erstmal desinfiziert. Machst du mal. Sequenz gestartet. Das ist also eins Zukunftsvision. Okay, das klappt nicht. Er ist wahnsinnig. Damit darf er nicht durchkommen. Das ist doch nicht mehr normal, ey. So eingeschweißte Leute. Das sind doch keine Sammelfiguren. Komm mal auf. Aus dem Weg. Los! Danke für die Rettung. Auch eine neue Waffe. Nee, ich danke dir bestimmt nicht. Ja, mit einem Arm hat man doch einen sehr deutlicheren Rückstoß. Munition da! Schuss, ja, reicht mir erstmal. Fürs Erste. Komm mal auf. Wir müssen weiter. Ja, dann. Ich war eher hier als du. Auf den Scheißboden. Runter jetzt. Oh mein Gott. Alter, er hat ihm die Zähne rausgeprügelt. Oh, den Kiefer gebrochen. Du, keine verschissene Bewegung. Guter Geschiss. Na los, zur Tür. Komm her. Woher kommen die Manticore-Abschüsse? Woher? Atlas Kommandozentrale, in der Stadt. Oh oh, Kollege. Die Luke, na los.
Okay, und tschüss. Das ist doch ekelhaft. Wo zum Teufel sind wir? Ich hoffe nicht in einer Müllpresse.